der Stadlwirt in Stadlpaura. Ein Geheimtipp für alle, die gerne und gut speisen wollen. Urgemütlich, ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe. Ideal auch für Rad- oder Motorradfahrer, Bus- oder Reisegruppen. Genießen Sie gut bürgerliche Küche, die übrigens auch am Sonntag geöffnet ist. Im Gasthaus Stadlwirt, Friedhofstraße 16, Stadlpaura. Dort, wo die Gemütlichkeit zu Hause ist. Gasthausstadlwirt.at. Auto Püringer, der Spezialist für Jahreswagen. Viele Marken, fairer Preis. Sie sollten uns besuchen. Auto-Püringer.at. Wirtschaft, Sport, Kultur, Politik und Gesellschaft aus Ihrer Region in Donau-Hausruck. Zuerst lesen wir dies. www.regional-magazin.at. Machtig, trachtig, künftig, zünftig. Mit exklusiver Trachtenmode der Trachten-Wichtelstube in Ed bei Lambach. Die 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit ebenso großem Lager und die hauseigene Schneiderei bieten den Kunden eine Vielfalt an Trachten. Von sportlich bis traditionell in allen Preisklassen. Von Kopf bis Fuß, Trachten-Wichtelstube. Ein Muss für alle Pferdefreunde. Heiße Eisen 2017. Am 26. März ab 14 Uhr im Pferdezentrum Stadlpaura. Österreichs einzigartige Sportmesse. Über 50 Sportstationen, Sport- und Outdoor-Produkte, Laufbewerbe, Fitness-Convention, Radaktivtage, olympisches Feuer und vieles mehr. Sport und Fun. 10. bis 12. März in der Messe Ried. Ein schon in die Rubrik Tradition fallendes Nachwuchshallenturnier veranstaltet der FC Gartner Ed alljährlich in den Semesterferien in der Sporthalle Lambach. Die Tradition ist, glaube ich, schon seit 20 Jahren, wie gesagt, aktuell da in Lambach das Turnier. Und wir sind jetzt nach der Neustrukturierung da vor 2 Jahren eigentlich auch immer dahinter, dass wir das jährlich jetzt, also alljährlich wieder veranstalten können, weil es natürlich eben für die Kinder natürlich super ist. Gerade in die Semesterferien, sage ich jetzt mal, dass dann eine Freizeitaktivität genauso haben und auch eher am Hobby nachgehen können. Also von dem her sind wir stark dahinter. Wir haben jetzt, wie schon angeführt, ein komplett neues Team gegründet, kann man sagen, mit ein paar natürlich Funktionäre, die was vorher auch schon natürlich dabei gewesen sind und versuchen da jetzt das Beste, um eben den Nachwuchs eben wieder zu fördern. Also wir letztes Wochenende ein Mahl-Turnier schon gehabt, da waren knapp 60 Mannschaften da und das Wochenende war es auch gestern den ganzen Tag mit der U9, U15 und heute natürlich mit der U13, wo heute weit zu sagen muss, dass die U13 der stärkste ist, mit 10 Mannschaften und von den umliegenden Vereinen her sehr gut besucht ist. Ja, als erstes möchte ich aber jetzt den FC Gartner Ed gratulieren, die was auch schon jahrelang dieses Turnier veranstalten und für die Jugendlichen in den Semesterferien was tun. Und in dem Sinne für alle möchte ich mich auch bedanken für die ehrenamtlichen Helfer, die uns auch da mithelfen. Die Teilnehmer des angesprochenen U13-Turniers kommen allesamt aus der näheren Region. Und das heißt, es gibt für die Jungs quasi Derbys am laufenden Band. So trifft die Mannschaft von FC Wels B auf das Zweierteam des ATSV Stadlpaura. Die Youngsters des LT1 Oberösterreich-Liga-Clubs schlagen im Gruppenspiel die Nachwuchshoffnungen des Regionalligisten mit 2:0. In einem Spiel der Gruppe B trifft die Union Buchkirchen auf den UFC Everding, also auch ein Kräftemessen unter Nachbarn. In diesem Match geht Buchkirchen nach einem schön gespielten Angriff mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten 30, bevor die jeweils 10-minütige Spielzeit zu Ende ist, nutzen die 13-Jährigen aus der Gemüseregion Everding eine kleine Unsicherheit des Buchkirchner Goalies zum 1:1 Ausgleich, was dann zugleich auch der Endstand in diesem Gruppenspiel ist. In einem weiteren Vorrundenmatch heißt es dann Regionalliga-Nachwuchs gegen Landesliga-West-Talente. ATSV Stadlpaura A geht gegen den SK Bad Wimsbach durch diesen schönen Treffer mit 1:0 in Führung. Die Stadlinger, das etwas aktivere Team, haben die Möglichkeiten zu weiteren Treffern. Es bleibt aber schlussendlich beim knappsten aller Siege, einem 1:0
für das 13er-Team von ATSV Breses Stöttinger. Eine weitere Paarung in der Gruppe A heißt Union Eberstall-Zell gegen die Spielgemeinschaft Mühlbach-Willering. In diesem Match hat die SBG einiges Pech. Erstens werden Top-Chancen vergeben und zweitens verhindert ein Lattenbändler Zählbares der Mühlbacher. Und so siegt Eberstall-Zell etwas glücklich mit 1:0. Ein Gast, der ebenfalls keine allzu lange Anreise nach Lambach hinter sich gebracht hat, ist der ASV Niedertalheim, der gegen den FC Wels B die erste gute Möglichkeit vorfindet. Aber auch die Welser kommen zu ihren Chancen, wie hier 3 Minuten 30 vor Ende der 10-minütigen Matchdauer. Die 13-Jährigen des LT1 Oberösterreich-Ligisten haben in puncto guter Möglichkeiten ein klares Plus auf ihrer Seite stehen, aber der ASV hält weiter die Null. Gut 2 Minuten vor der Sirene schlägt es bei Niedertalheim dann aber doch ein. FC Wels B gewinnt dieses Gruppenspiel mit 1:0 und sichert sich am Ende des Tages auch den Turniersieg mit einem klaren 4:0 Erfolg gegen ihre eigenen Clubkollegen, dem FC Wels A. Interessant, in erster Linie aber sehr lobenswert. Der Veranstalter, der FC Gartner Ed, stellt keines der 10 U13 Teams. Dies hat allerdings einen sehr plausiblen Grund. Grundsätzlich ist es so, dass wir nach dem Neustart versucht haben, dass wir wirklich komplett neu anfangen. Wir haben dann eigentlich meinen Bruder zum Verdanken, der was sich dann die Mühe gemacht hat, dass er da komplett in Ed von Haus zu Haus geht und neue Nachwuchsspieler organisiert. Und das ist eigentlich recht gut gelungen. Also wir haben da am Anfang ca. 47 Kinder gehabt, ausschließlich Ed bei Lambach. Das hat sich einpendelt zwischen 20 und 25 Kinder, die was jetzt regelmäßig kommen. Wir haben jetzt dahingehend zwei Mannschaften gründen können. Das ist die U7 und die U9, die was im Turnierwettbewerb spielt. Und das erfreut sich eigentlich bester Beliebtheit auch in der Bevölkerung und in der umliegenden Gemeinde bzw. in den umliegenden Gemeinden. Und wir versuchen natürlich fortlaufend dieses zu verbessern, also und in, ich sage jetzt mal, die Struktur da zu erweitern in mehrere Klassen. Und das gelingt momentan gar nicht so schlecht. Dass das Niveau bei diesem Turnier zum Teil schon ein sehr ansprechendes ist, das zeigt sich auch bei den 13-Jährigen. Ja, sehr guter Fußball, vor allem bei den 13-Jährigen schon und gestern bei den 9-Jährigen sieht man schon die Talente für die Zukunft. Sehr guten Nachwuchsfußball wird es ganz sicher auch zu Pfingsten auf der Anlage des Regionalliga-Club ATSV Stadl-Paurer zu sehen geben. Diese Gelegenheit möchte ich gleich nutzen für unser Pfingstturnier, was wir schon 21 Jahre veranstalten. Es geht jetzt ins dritte Jahrzehnt, wo ich das Turnier mache. Und da möchte ich jetzt schon im Juni, Pfingstwochenende, 3., 4., 5. Juni, Mannschaften einladen zu diesem wunderschönen Turnier. Es sind noch Plätze frei, sich anzumelden. Also, der Nachwuchsfußball lebt im Sportland Oberösterreich. Auch oder gerade wegen der vielen engagierten ehrenamtlichen Funktionäre, die ein großes Herz für unsere Kinder und Jugendlichen haben. So wie auch die vielen fleißigen Heinzelfrauen und Heinzelmänner des FC Gartner Ed.